Moin zusammen und willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Im letzten Part haben wir Troy besiegt, sind der neue Champ von Höhen geworden, haben sehr, sehr schöne Credits gesehen, die wirklich sehr, sehr schön waren. Ich hoffe, dass bei den zügigen Pokémon-Spielen die genauso schön sind. Und wir haben noch ein kleines Stelldichein mit Maike gehabt, die einfach nochmal wissen wollte, ob sie uns besiegen kann oder nicht. Und sie hat es leider nicht geschafft. Und wer die Credits wirklich ganz bis zum Ende verfolgt hatte, oder jedenfalls das, was danach alles kam, haben wir noch einen kleinen Teaser bekommen auf das, was jetzt kommt, nämlich die Delta-Episode, die natürlich jetzt nach dem Hauptspiel jetzt gleich sofort losgeht. Ich hoffe es zumindest. Und ja, ich würde mal sagen, Groudon ist zwar schön und gut und ich liebe Groudon über alles. Ah, und dann gehen wir es trotzdem ins Spiel. Und auf einmal ist es ein Proto-Groudon, wenn ich auf den Knopf drücke. Oh mein Gott, oh Gott, wir haben schon 44 Stunden gespielt. What the fuck? Eines Nachts. Raumfahrtzentrum von Moosbach City Sternwarte. Professor Cosmo, der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Die Flugbahn des Meteors. Schauen Sie nur. Sie hat sich plötzlich geändert und so steuert der Meteor nun direkt auf unserem Planeten zu. Was sagen Sie da? Überprüfen Sie umgehend die Daten. Los, neue Berechnung der Flugbahn und zwar sofort. Sie Objekte Visier. Neue Berechnung der Meteorflugbahn läuft. Voraussichtlicher Ort des Aufreißes ein Eiland nahe Route 131 südwestlich von Tschernobyl. Unfassbar. Als ob er lebendig wäre. Was sollen wir bloß tun, Professor? Was sollen wir tun? Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Reißen Sie sich zusammen, verstanden? Ja, ja, aber... In Ordnung, ja, verstanden. Offenbar haben wir keine andere Wahl. Diese Uniform brauche ich jetzt nicht mehr. Hopp. Puh. So ist gleich viel besser. Dieser Fetzen hat ein bisschen gemüffelt. Außerdem schwitzt man darin so schnell. Flummer! Ach, Evelina. Bist du froh, dass ich wieder wie ich selbst aussehe? Du bist ja so niedlich. Ich könnte dich den ganzen Tag lang knuddeln. Ach. Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Nur noch ein paar Wochen vielleicht. Nein, nur noch wenige Tage. Da dieses Kind die Wiedererweckung eines der beiden Urzeit-Pokémon aufgehalten hat, ist die Sache etwas komplizierter geworden. Na, wie auch immer. Ich habe mir hier bereits einen Plan zurechtgelegt. Dafür brauche ich aber zuerst ein paar Schlüsselsteine vom Trainer mit dem gewissen Etwas. Flo, Flo! Ich werde dich auf jeden Fall beschützen, Avelina. Pokémon Omega Ruby, Delta-Episode. Jetzt wird's spannend. Oh mein Gott, ich bin in meinem Zimmer aufgewacht. Das war mal ein komischer Traum. Oh mein Gott, ich habe eine Relaxepuppe immer noch. Gut, dann gehen wir mal runter. Ja. Hey, wenn das nicht mein Mitch ist, lange nicht gesehen. Du siehst irgendwie stärker aus. Das ist zumindest mein Eindruck, ja. Aber dein Alter, ja, hat auch fleißig trainiert. Oh, bevor ich es vergesse, das hier wollte ich dir noch unbedingt geben. Yay. Das ist eine Eintrittskarte für die Astronomie-Schau im Raumfahrtzentrum von Moosbach City. Eigentlich wollte ich da mit deiner Mutter hin. Aber ich muss leider wieder zurück zur Arena in Bookmoo City. Ja, die Arbeit. Ach ja, das ist übrigens ein Zweierticket. Wieso lädst du nicht Maiken von nebenan ein? So, jetzt muss ich aber euch los. Bis später, Mitch. Danke, dass du dich in meiner Abwesenheit hier um alles kümmerst. Ist schon gut. Pass auf dich auf. Das ist mal wieder typisch Fati. Da kommt er seit ewigen Zeit das erste Mal nach Hause und spricht nur über Pokémon. Warum kann er sich nicht einfach mal ausruhen und vielleicht auch eine Weile hier bleiben? Es folgen Neuigkeiten zur Astronomie-Show, die morgen endlich ihre Premiere feiert. Oh, gerade haben wir noch davon gesprochen. Hey, Mitch, schau mal.
In Kürze wird es am Nachthimmel von Höhen im Sternbild Leufeo eine Meteorschau zu sehen geben. Im Raumfahrtzentrum von Moosbach City, wo die Astronomie-Show veranstaltet wird, wurde eigens eine Aussichtsplattform bereitgestellt, von der aus man den schönsten Ausblick auf die Sternstuppen haben kann. Das Zentrum freut sich auf viele Besucher. Oh, das klingt toll. Ein Meteorschau in Sternbild Leufeo? Das erinnert mich an den Meteorschauer, den ich vor 11 Jahren mit Vati gesehen habe. Los, geh schnell rüber und lad das Nachbarskind ein, mit dem du dich angefreundet hast. Es wäre eine Verschwendung, dieses Zweiteck von Vati einfach so verfallen zu lassen. Okay, dann gehen wir zu Mikey und laden sie auf ein Date ein. Ja, da freut sie sich bestimmt. Huch, was für ein Zufall. Ich habe gerade an dich gedacht. Schön, dich kennenzulernen. Das ist unser erstes richtiges Treffen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin Amalia. Und du bist? Mitch, wie du siehst, bin ich voll im Bilde. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Alle Leute schwärmen von deiner engen Freundschaft zu deinen Pokémon. Du beherrschst die Mega-Entwicklung. Hab ich noch was vergessen? Flum. Ja, ich weiß schon. Du willst schnell weiter, stimmt's? Aber Wurzheim ist wirklich ein schönes Fleckchen Erde. Und die Leute, die hier wohnen, sind alle wirklich reizend. Deine Nachbarin zum Beispiel. Oh, ich muss mich entschuldigen. Ich habe mal wieder viel zu viel geredet. Zum Kennen sollte das erstmal ausreichen. Also dann, bis demnächst. Ciao. Und da trudelt sie wieder davon. Okay, gehen wir zu Maike. Ich bin ja ganz schön beliebt bei den Mädels, ne? Wow. Was mache ich falsch? Aua. Maike, alles in Ordnung? Was hat dieses Biest da angetan? Sag schon, Kind. Keine Sorge, Mama. Mir geht's gut. Sie hat mich nur angerempelt, sonst nichts. Autsch. Mitch, es geht dir gut. Da bin ich echt erleichtert. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Es ging alles so schnell. Auf einmal kam durch das Fenster im ersten Stock eine fremde Frau und dann hat sie mir mit Gewalt meinen Schlüsselstein entrissen. Meine Pokémon und ich haben uns zwar versucht zu wehren, aber sie war unglaublich stark. Wir hatten nicht die geringste Chance. Sie hat irgendwas vor sich hingewurbelt. Ich glaube, es wäre nächster Halt, Blütenburg City. Seid bitte vorsichtig, Mitch. Ich habe hier so ein 2er-Ticket. Ist das irgendwas? Okay. Das glaubt, das mit dem Ticket muss doch eben warten. Ich glaube, die Amalia hieß, ne? Ja, Amalia versucht hier gerade Maike ein bisschen auszubuhlen, ne? Voll der Zickenkrieg hier. Ich bin's doch nur. Mann, ihr müsst euch nicht wegen mir streiten. Okay, dann auf nach Blütenburg City. Das geht da hier Schlag auf Schlag jetzt. Schwingen wir mal uns auf unser Latios. Und schau mal, was die Gute da hinten in Blütenburg City jetzt vorhat. Oh mein Gott, hoffentlich greift sie nicht unseren Vater an. Das würde uns ja so leid tun. Ich gehe mal da hinten. Okay. So, Blütenburg City. Jupp, da möchte ich gerne hin. Gucken, was da jetzt schon wieder abgeht. Jedenfalls steht uns irgendeine Katastrophe bevor. Ich glaube, wir müssen schon wieder die Welt retten. So, wo ist dein Mädel denn? Sollte hier irgendwo sein. Oh. Oh. Judith, was machst du denn hier? Nur Ärger hat man mit den Kindern wie dir. Jetzt sei endlich ein braver Junge und gib mir deinen Schlüsselstein. Ja, auf den No. Ich habe keinen Schlüsselstein. Mir machst du nichts vor. Ich weiß, dass du die Mega-Entwirkung einsetzen kannst. Hörst du mir auch zu? Es ist nicht leicht, mich wütend zu machen. Aber du bist wirklich auf dem besten Weg. Oh, hey, Mitch. Du? Das trifft sich ausgezeichnet. Dann hole ich mir eben zuerst deinen Schlüsselstein. Her damit. Ich kann zu knicken. Was wollen die eigentlich für Schlüsselsteine haben? Sie wollen mir irgendwas klauen, das kann ich nicht zulassen. So, und dann kannst du mir auch mit deinem riesigen Kamerupt nicht entgegentreten, Jödes. Ich habe gerade gedacht, Wasserbiebe vorne. Aber okay, dann nehmen wir halt. Wasserbiebe. Ich kann doch nicht mit einem Rüblick gegen einen Kamerupt antreten. Das geht doch nicht. Das kann doch fast nur Elektron tanken. So, jetzt muss ich erstmal Wasserbiebe rausholen. Erdbeben ist in Ordnung. Da steckt Wasserbiebe ganz locker weg. So ziemlich. Und einmal Krabhammer und dann sollte das Ding weg sein. Du bist schneller. Wow. Du bist so schnell, Wasserbiebe. Echt windschnittig. So, Jördis, was geht hier eigentlich ab? Kann mir das mal jemand erklären?
Ganz knapp. Ah, verflixt. Dass du uns aber auch immer in die Quere kommen musst. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl, als den Schlüsselstein unseres Anführers bei den Meteorfällen zu... Danke, Bitch. Diese komische Frau kam völlig unverhofft auf mich zu und hat mich aufgefordert, ihr meinen Schlüsselstein zu geben. Aber ich muss gestehen, dass ich meinen Schlüsselstein verloren habe. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause liegen gelassen, aber als ich zurückkam, war er weg. Was in aller Welt ist hier bloß los? Ich muss dafür sorgen, dass meinen Eltern nichts passiert, wenn nochmal jemand wie diese Frau hierher kommt. Bitte pass gut auf dich auf, Mitch. Okay. Das ist alles so verworren hier. Mein Gott. Eingehender Anruf über die Ruffunktion Version 0. Okay, ja, wer ruft an? Hallo, Mitch. Ich bin es treu. Geht es dir gut? Da schaut sowas. Alle Multinavis wurden mit dieser Kommunikationsfunktion bestückt, die sich derzeit noch im Entwicklungsstand befindet. Einfach so ohne meine Erlaubnis. Wow. Ich wollte die ganze Zeit ausspielen. Deswegen wissen die alles über mich. Wow, ich sollte aufhören, mein Navi zu benutzen. What the fuck? Ich habe mir gedacht, dass sie im Notfall ganz hilfreich sein könnte. Ja, um mich auszuspielen, um genau zu wissen, wo ich mich gerade befinde, Troy. Ich habe dich durchschaut. Der beobachtet mich die ganze Zeit. Ey. Boah. Und leider gab es auch schon einen Notfall. Ich weiß, das kommt alles recht plötzlich. Aber würdest du bitte schnellstmöglich zur Devon Corporation in Vitaros City kommen? Es gibt da etwas, das ich dir unbedingt an, was du dir unbedingt anhören musst. Tun. Also beeil dich. Ich warte hier auf dich. Tut. Jetzt wird mir so einiges klar. Aber so einiges. Wow. Ich wurde die ganze Zeit ausspioniert von Troy. Der hat all meine Informationen an die ganze Welt weitergeleitet. Ich möchte gern meinen Navi abgeben. Darf ich das? Ich möchte nicht beobachtet werden. Das ist ja schlimmer als Janis. Ey, ich voll. Wow. Schwester Joy, hast du das mitgekriegt? Ey, genauso wie deine ganzen Überwachungskameras hier. Das ist ja voll Überwachungsstaat hier in Höhen. Wow. Fehlt nur noch, dass sie automatisch meine Webcam oder sowas einschalten können. Oh mein Gott, das tun sie doch. Die wissen ganz genau, wo ich bin. So, dann latschen wir mal. Nein, wir latschen nicht. Wir fliegen dann mal nach Meteoros City rüber. Zu Devon Corporation. Da der Troy ja ein bisschen was mit uns beschnacken möchte. Das ist sehr wichtig. Wir müssen ganz schnell hinkommen. Der weiß ja sowieso, wo ich gerade bin. Warum soll ich da jetzt hinfliegen? Der kann doch zu mir herkommen. Der kann bestimmt auf seinem Meter groß durch die Gegend fliegen. Das sieht doch bestimmt geil aus. Oh ja, auf Meter groß durch die Gegend zu fliegen, ist bestimmt cool. Sollte gehen, es ist ein Psycho-Pokémon. Das fliegt so auch schon durch die Gegend. Kann Meter groß fliegen lernen? okay, wir gehen zu Troy. Und lassen diese Frage mal auf dem Raum stehen. So, Troy, was ist denn jetzt so dringend? Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich habe noch ein Date mit Maike. Mitch, es tut mir leid, dass ich dich so plötzlich herbestellt habe. Ich bin bekannt dafür, dass mich meine Intuition selten im Stich lässt. Ja, du kannst in die Zukunft schauen, ich weiß schon Bescheid. Aber ich hatte mir sicher nicht vorgestellt, dass wir uns so bald wieder begegnen würden. Zudem muss ich dir leider mitteilen, dass der Anlass für unser Wiedersehen kein glücklicher ist. Nun... Wir sollten das nicht hier draußen bereden. Gehen wir hinein. Bitte nach dir. Vater, Mitch ist hier. Oh, willkommen zurück. Lang nicht gesehen. Und dann warst du in letzter Zeit mal hier. In letzter Zeit werde ich immer vergesslicher. Das bringt mir für das Alter mit. Vater. Ach, du alte Spaßbremse. Ich weiß. Du willst, dass ich endlich zum Punkt komme, stimmt's? Du bist doch schon der Champ der Pokémon-Liga. Wozu also die Eile? Bei mir hat der Junge diese nervöse Ader nicht. Was? Mitch ist inzwischen der neue Champ der Pokémon-Liga? What the fuck? Na, das erklärt so einiges. Dann hast du wirklich einen Grund, nervös zu sein, ja. Hatta, ich muss dich schon schwer bitten. Verstehst du? Schwer, weil Stein-Pokémon und so, ne? Vater! Bitte! Ah ja, ist schon gut, das regt dich mal ab. Dieser Junge versteht einfach keinen Spaß. Na schön, Mitch.
Ich muss jetzt leider einen ernsten Ton anschlagen, ne? Mach's dir bitte etwas bequem, nimm dir einen Tee. Meine Ausführung könnte eine Weile dauern, ne? Also, setz dich ruhig hin. Also, bist du bereit? Kann ich loslegen? Also so, jetzt sofort? Ja, bitte. Bitte tu es. Gut, dann will ich mal anfangen. Meine Geschichte beginnt vor langer, langer Zeit, vor 3000 Jahren. Ja, so alt bin ich schon, um ganz genau zu sein. Damals wütete in einer weit entfernten Region ein schrecklicher Krieg. Nur durch die von einem einzelnen Mann erfundene Waffe konnte dem Konflikt schließlich ein Ende gesetzt werden. Oh, übergreifende Story auf Pokémon X und Y. Jedoch kannst du dir nicht vorstellen, was seiner Erfindung damals als Energiequelle diente. Es ist einfach zu grausam. Die Waffe wurde nämlich mit der Lebensenergie unschuldiger Pokémon betrieben. Eine Energie, für die unzählige Pokémon geopfert wurden. Die meisten Menschen würden das genau wie du als äußerst verwerflich beurteilen. Doch mein Großvater, mein Vorgänger als Präsident von Devon, dachte Folgendes. Warum nutzen wir diese Energie nicht dafür, das Leben der Menschen und der Pokémon zu verbessern? Daraufhin entwickelte er den ganzen Stolz der Devon Corporation, die Endlos-Energie. Dank der Endlos-Energie stieg Devon zum bedeutendsten Unternehmen in Höhen auf und entwickelte sich zu dem heutigen Großkonzern. Übrigens, in den Devon-Waren, die du für uns wiedererlangt hast, befand sich ein U-Boot-Motor, der mithilfe der Endlos-Energie betrieben wird. Für den weiteren Fortschritt der Menschheit haben wir unsere Aktivitäten auf die Weltraumforschung ausgeweitet. Die mit Endlos-Energie betriebenen Raketen, die vom Raumfahrtzentrum von Mosbach City starteten, sind das Resultat eines großen Traumes, die Verbindung von Leidenschaft mit Technologie. Nie kam uns in den Sinn, dass sie die einzige Hoffnung auf die Rettung der Welt werden könnten. Die Einleitung ist etwas lang geworden, aber nun kommen wir zum wichtigsten Teil. Der unvorstellbaren Bedrohung, die wir uns ausgesetzt sehen. Ein gigantischer Meteor mit einer Durchmesser von mehr als 10 Kilometern rast auf unserem Planeten zu. Panik! Das Raumfahrtzentrum von Moos Park City hat diese Gefahr als erstes erkannt. Gemeinsam mit den Forschern haben wir einen Plan ausgearbeitet, der den Einsatz der Raketen vorsieht. Aber für Durchführung benötigen wir unbedingt ein Meteoritenstück. Ich verstehe. Und jetzt möchtest du, dass er dieses Meteoritenstück für uns beschafft, nicht wahr? Exakt. Ich sehe, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Du bist eben doch mein Sohn, auch wenn du keinen Humor hast. Nur weil ich deinen Gedankengängen folgen kann, musst du mich nicht extra loben. Ich möchte, dass du dich zur Granithöhle aufmachst. Laut unserer Messungen müsste sich dort ein Meteoritenstück befinden. Treuki, du bitte schon mal zum Raumfahrtzentrum. Mach das Linkkabel, das ich dir vorhin gegeben habe, bereit für den Einsatz. Das Linkkabel. Es wird also ein Warp-System. Verstanden. Die Granithöhle. Wir sind uns damals auf der Ebene mit der Jahrtausende alten Wandmalerei zum ersten Mal begegnet. Gott, das war wow. Dieses Wort. Ich erinnere mich, dass dort viele Meteoritenstücke herumlagen. Na gut, Mitch. Ich breche zum Raumfahrtzentrum von Mosbach City auf. Wenn es etwas gibt, melde ich mich unverzüglich bei dir. Aber mach dich schon mal auf eine weitere einseitige Mitteilung meinerseits gefasst, genau wie letztes Mal. Mach's gut. Tschüss, Troy. Also Spaßbremse. Troy, bitte pass gut auf dich auf, Junge. Auch wenn du keinen Humor hast, ich hab dich trotzdem lieb. Also dann, ich hoffe, ich kann auf deine Unterstützung zählen. Wenn ich dir nochmal erklären soll, wo du hin musst und was deine Aufgabe dort ist, dann sprich mich einfach an. Ich glaube, das kann ich mir schon merken bis zum nächsten Part. Also ja. Troy ist eine richtige Spaßbremse. Er hat es genau richtig erfasst. Ja, er ist halt stahlhart. Ja, stahlhart. Ja, ist auch eine folgenschwere Entscheidung gewesen. Ja. Und er überwacht uns, weil er so ein stahlharter Kerl ist. Ja. Spaßbremse. Bremsen werden auch aus Metall hergestellt. Ah! Okay, langsam reicht's. Gut, dann würde ich mal sagen, ich stelle mich mal hier auf die ganzen Fossilien drauf. Und wir gehen dann mal im nächsten Part zu der Granithöhle und schauen mal, was da los ist. Und die Jördis hat doch was von den Meteorfällen gelabert, dass da noch irgendwas rumliegen soll. Ich denke mal, der Heiko hat es dort verloren, seinen Schlüsselstein.
Und ich bin mal gespannt, was uns hier jetzt noch alles in der Delta-Episode erwartet und ob wir hier auch schön flüssig durchkommen. Das würde mich natürlich freuen und ich bin echt gespannt, wie das Ganze endet und was noch alles auf uns zukommt. Gut, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part hier wieder bei Pokémon Omega Rubin. Also tschüss und bis dann.